Nach über 3 Jahrzehnten hört er auf. Eckhard von Hirschhausen, 55, gilt als der Erfinder des medizinischen Kabaretts und tourt mit seinen Programmen regelmäßig durch ganz Deutschland. Damit soll nun Schluss sein. Denn der Moderator hat noch eine weitere Leidenschaft, für die er gerne mehr Zeit hätte, seine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Für dieses Herzensprojekt beendet Eckhard im kommenden Jahr seine Bühnenkarriere. Ich bin nicht mehr der gleiche wie vor 10 Jahren und die Welt ist auch nicht mehr die gleiche wie vor 10 Jahren, erklärt der 55-Jährige gegenüber der deutschen Presseagentur. Zu dem Schritt gedrängt, seine Karriere auf der Bühne zu beenden, habe Eckhard der Zeitmangel und die vielen Termine. Ich kann im Moment an ganz vielen Sachen, die mich wahnsinnig interessieren und wo ich einen Beitrag leisten könnte, oft nicht teilnehmen, weil ich da verplant bin, teilt der Kabarettist mit. Denn er wolle den relevantesten Beitrag leisten zur Gesunderhaltung von Mensch und Erde. Eckhard beendet seine Karriere jedoch nicht sofort. Seine aktuellen Termine bis ins neue Jahr hinein, nehme er noch wahr. Sein letzter Auftritt findet demnach am 29. März 2023 in Dreieich statt. Diese Zeit auf der Bühne, ich liebe das. Es gibt nichts, wo ich freier oder glücklicher bin, fügt der Entertainer noch hinzu. Er habe zudem alles erreicht, was man sich wünschen darf.